aber das Geld in die eigene Hand nehmen, das ist ja so Ihre Prämisse als Finanzhüterin, Finanzmentorin, dass Sie sagen, lernen Sie wirklich mit Geld umzugehen, um zu wissen, wo Ihr Geld liegt, wie es wachsen kann. Sie motivieren mich sogar, in den Aktienmarkt einzusteigen, der ja doch so risikoverhaftet ist. Wie das gehen kann, werden wir von Ihnen heute erfahren. Liebe Frau Andrea Susanne Liese, ja. Schön, dass Sie da sind. Danke. Sie sagen ja, nimm dein Geld mal in die eigene Hand. Was wäre da der Vorsorgeplan? Ja, nimm dein Geld in die eigene Hände, genau, und bau Wissen auf und spare enorme Kosten. Wenn Sie 20.000 Euro anlegen, 20 Jahre lang zum Beispiel, dann zahlen Sie auch für diese Zeit Provision. Es sei denn, Sie haben einen Honorarberater, doch Unwissenheit ist auch teuer. Und Sie machen sich von dem Berater ein Leben lang abhängig, müssen ihm vertrauen, weil Sie es halt nicht besser wissen. Gibt es was, was leichter geht oder was einfach gehen kann? Es ist so, dass Sie sich natürlich ein wenig Zeit nehmen dafür. Die Verbraucherzentrale zum Beispiel, die empfehlen ja die Aktien-ETFs, weil sie eben halt seit 30 Jahren die erfolgreichste Anlageklasse sind. Und sogar Warren Buffett, die Aktienanlegerlegende, vielleicht bekannt. Ja. Ja, genau. Der empfiehlt seiner Frau, geh in Aktien-ETFs, wenn du alleine das Vermögen managen musst, wenn ich nicht mehr da bin, weil sie sind sicherer als Einzelaktien und rentabel und vor allen Dingen leicht zu handhaben und sehr kostengünstig. Was ist so da einfach dran an diesen Aktien-ETFs? Ja, schauen Sie, Sie können ja schon mit 25 Euro monatlich in bis zu 2.400 Unternehmen investieren. Mhm. Und das ist verblüffend einfach und sogar kinderleicht, weil ein Amerikaner hat es seinem 10-jährigen Sohn beigebracht, wie er darin investieren kann, und hat das in einem Buch beschrieben, wie er es ganz locker schafft. Leider gibt es dieses Buch hier im deutschsprachigen Raum nicht zu kaufen. Doch dieses Thema gehört meiner Meinung nach in jede Schule. Also das Schulfach Geld ab der ersten Klasse. Wenn ich Aktien-ETFs die letzten 20 Jahre angelegt hätte, könnte ich mich jetzt, wenn ich Rente hätte, entspannen? Können Sie. Sie können entspannen. Ich habe sogar ein ganz anderes Beispiel. Mhm. Ich habe ein Beispiel, wenn nur jede Eltern, also für ihr Kind 25 Euro zur Seite legen würde, genau, vom Kindergeld. Vom Kindergeld abzwacken. So, und sagt, okay, 25 Euro das Leben lang bis zum Ruhestand. Also das erwachsene Kind setzt das fort. Mhm. Wissen Sie, was dabei rauskommt? Nee. Nach Inflation, nach Kosten, 1.500 Euro 30 Jahre lang, jeden Monat. Und dann gibt es doch keine Altersarmut mehr. Ja, das finde ich auch eine tolle Idee zu sagen, wir können auch mit dem Wissen, wenn wir Bildung da schaffen, Altersarmut, dieses Damoklesschwert Altersarmut, wirklich auflösen. Mhm.